Guten Tag, Herr Kai Gottschalk. Wir sind beim Essener Bundesparteitag. Der tobt in Anführungszeichen noch im Hintergrund. Ja. Nach einem sehr friedvollen Tag gestern, worauf stellen Sie sich heute ein? Also heute stelle ich mich, glaube ich, auf mehr AfD ein, so wie in den letzten Jahren doch intensivere und hitzigere Debatten. Wir haben das Schiedsgericht jetzt noch neu zu wählen. Wir haben darüber zu befinden, verschiedene Satzungsanträge, die das Delegiertensystem berühren. Und ich glaube, da haben wir wieder so ein bisschen AfD wie in den Vorjahren. Und gestern, ich habe eben was gelernt, waren wir eher Team Harmonie, was ja selten ist bei der AfD. Und insoweit, heute wird es etwas intensiver, das glaube ich schon. Okay, heute geht es teilweise auch um spannende Anträge. Da frage ich mich, wie Sie vielleicht dazu positioniert sind. Einerseits Anträge, die sagen, Auslandsreisen müssen angekündigt werden, müssen erlaubt werden, müssen dokumentiert werden, mehr noch als zuvor. Also im Prinzip, sage ich mal, so eine Beschränkung nach innen hin doch, ein bisschen ein Zugeständnis. Andere wiederum sagen, nein, offensiver, wir haben uns nicht zu Schulden kommen lassen. Wir müssen auch nach dem Europawahlkampf zu unseren Partnern, den Ausländischen, stehen. Wie sehen Sie das? Also diese Auslandsreisen haben ja immer ein gewisses Konfliktpotenzial. Und ich glaube, in dem Moment, wenn sie angezeigt werden und wir sie auch genehmigen müssen, schützt man vielleicht auch manchmal vor unbedachten Aktionen Kolleginnen und Kollegen. Denn mit vielen Kollegen, die gewisse Auslandsreisen gemacht haben oder wollten, haben nachher auch gesagt, war vielleicht so in dem Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen, keine gute Idee. Also insoweit ist das, finde ich, eine Professionalisierung, aber es darf kein Instrument werden, das dann wirklich die Eigeninitiative von Abgeordneten einschränkt an der Stelle. Aber das ist im Moment halt, ich selbst hatte auch verschiedene Einladungen, die ich erstmal nicht wahrgenommen habe, weil ich einfach sage, wir können sie medial nicht verarbeiten und gegen angehen. Und auf der anderen Seite haben die Kollegen natürlich auch gerade ganz wichtige Landtagswahlen vor der Brust, gerade in Sachsen, in Thüringen und in Brandenburg. Und da möchte ich, dass die ein gutes Ergebnis haben an der Stelle. Und die zweite Frage, die ging in welche Richtung? Na, einfach, das ist eine Positionierung von Ihnen, ob wir halt eben doch mit unseren ausländischen Partnern mehr zusammenarbeiten sollten oder ob wir das fürchten sollten, weil uns das zum Vorwurf gemacht wird. Nein, das wissen wir selbst, das heißt ganz oft, wir würden mit autokratischen Regimen. Na, das ist nein. Also das ist für mich kein Maßstab, schon gar nicht in der Politik. Dann dürfte Herr Habeck, dann dürfte Herr Scholz jetzt nicht nach China gereist sein. Und wenn sich die Situation aufgeklärt hat, dann werde ich sicherlich auch wieder nach Russland reisen oder andere Reisen mal machen. Es gibt Zeiten, die sind schlecht, Zeitpunkte, aber generell müssen wir mit allen reden, ob mit China, mit Indien, mit Russland, mit den Vereinigten Staaten. Also das Schlimmste, glaube ich, in einer internationalen Beziehung ist Sprachlosigkeit. Und ich glaube nicht, dass es uns ansteht, China vorzuschreiben oder Russland vorzuschreiben, wie es sich im Regierungssystem zu organisieren hat. Das wollen wir nicht bei uns. Und Russland hat sich für diesen Weg entschieden, es zu akzeptieren. Ob man es gut oder schlecht findet, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Politik ist immer Realpolitik. Erwarten Sie, dass die Partei geschlossen abstimmt in diesen Fragen oder spüren Sie eine gewisse Spaltung, die dafür sorgen könnte, dass es hier heute hitzig zugeht? Ja, also ich glaube an der Stelle, Spaltung ist zu viel gesagt. Ich glaube, es gibt einfach zwei unterschiedliche Meinungen zu dem Thema und da muss man das ausdiskutieren und da muss unser Oberster souverän entscheiden. Aber es muss so sein, dass unsere Abgeordneten Kollegen Beinfreiheit haben. Was soll denn jemand machen, der im Außenausschuss ist, im EU-Parlament oder auch im Bundestag? Der muss, wenn Delegation, Wahlbeobachtung, Ähnliches anstehen, da hinreisen können. Ich halte es aber natürlich für angezeigt, wenn jetzt eine Kreistagsfraktion sagt, wir fahren jetzt mal beispielsweise nach Moskau, dass das vorher angezeigt wird, diskutiert wird und dass man dann hoffentlich zu einer einvernehmlichen Entscheidung kommt. Und das sollte im Vordergrund stehen. Aber ich sehe das nicht als eine Spaltung. Ich sehe das als zwei Standpunkte an, die beide durchaus gewichtige Argumente für und dagegen auch sprechen lassen. Und dann muss der Souverän entscheiden. Ich selbst werde mir heute tatsächlich sogar die Debatte mal anhören und dann die Entscheidung treffen. Ach so. Okay. Ich habe da tatsächlich, es gibt auch mal Punkte, da sage ich, ich höre mir das Sie mal. Da hören Sie gar nicht hin, da haben Sie Ihre feste Meinung und Sie stimmen. Ich gehe selten mittlerweile in solchen Sachthemen mit einer ganz festen Meinung rein. Ich habe eine Überzeugung, dass es angezeigt werden muss und man fragen sollte und es vielleicht auch Örtlichkeiten gibt zurzeit, da sollte man nicht hinfahren. Aber ich werde die Debatte verfolgen und dann werde ich meine Entscheidung treffen heute. Okay, gut. Eine weitere Debatte, die heiß erwartet wird und heiß diskutiert wurde im Vorfeld, war die Frage nach einem Generalsekretär. Im Vorfeld wurde von den Medien ja immer, sag ich mal,
gestreut, Gerüchte, ja, das würde die Partei spalten, man würde intern ganz heiß miteinander diskutieren. Ich habe das Gefühl, das könnte viel harmonischer ablaufen, als die meisten sich das vorstellen. Wie ist Ihre Prognose? Ich glaube das auch. Das war ja schon vor gestern auch im Vorfeld. Boah, vielleicht wählen die heute oder gestern nur eine Einerspitze. Thilo kriegt ein schlechtes Ergebnis und oh, die AfD geht in eine Krise rein. Wir haben das ja gestern gesehen, Team Harmonie, beide hervorragende Ergebnisse. Alle eigentlich, die im Vorstand bisher waren, hervorragende Ergebnisse. Und ich glaube, auch heute wird das eine sehr sachliche Debatte. Und ich denke auch, dass unsere beiden Vorsitzenden da eine gute Rolle gespielt haben, schon im Vorfeld, was jetzt die Abfassung des Antrages angeht, dass wir über kurz oder lang, ich glaube eher lang, weil wir gerade ein gutes Duo haben und die müssen es entscheiden. Aber irgendwann einmal in ferner Zukunft, wie wir einen Fraktionsgeschäftsführer eigentlich überall haben, das war ja auch in der Bundestagsfraktion ein Thema, wir haben 4 Jahre gebraucht, haben jetzt einen und sind alle glücklich und sagen, warum haben wir das nicht gleich gemacht? Und an der Stelle, ich kann da keine Zeit vorgeben, aber irgendwann mal in ferner Zukunft werden wir einen Generalsekretär haben. Und das finde ich persönlich, wenn wir ihn dann haben, gut. Weil wenn du eine Vorsitzende und einen Vorsitzenden oder ein Duo hast, die können ja auch beide einen haben, dann kann mal der, das ist gewöhnungsbedürftig, dann kann der Generalsekretär mal vorpreschen, das Feld sondieren und die Vorsitzenden können ihn dann einholen und sagen, ja, das ist ein bisschen vorgesprungen, das wollen wir eigentlich so machen. Und dieses professionelle Instrument, was andere Parteien haben, und das haben die nicht ohne Grund, das haben wir nicht. Und ich glaube, ein Generalsekretär kann auch versuchen, für die beiden Vorsitzenden vorzuführen, wie sieht es denn in den 16 Bundesländern, wie sieht es in den über 300 Kreisverbänden aus. Denn das weiß ich auch von anderen Generalsekretären, die telefonieren dann natürlich die Basis ab. Ja. Versuchen die Stimmung auszuloten und das ist eine durchaus wichtige Möglichkeit und insoweit bin ich gespannt, wie die Partei sich heute positioniert, aber über kurz oder lang gehört das muss man ehrlich sagen, zur Professionalisierung dazu, wie ein Fraktionsgeschäftsführer auch. Richtig, Sie sprechen davon, dass sich die Partei professionalisiert. Wir sehen, sie wächst auch im wahrsten Sinne des Wortes. Die Mitglieder schießen durch die Decke. Absolut, ja. Auch hier, wir brauchen inzwischen die großen Hallen, um diese Parteitage abzuhalten. Gut, 2015 waren wir auch schon hier, aber noch nicht so viele. Doch, das war der größte Partei. Ja, aber das war ja auch ein Mitgliederparteitag. Richtig, Delegiertenparteitag. 6.000 Leute waren hier und es gab nie einen größeren in der Bundesrepublikanischen. Aber wenn man jetzt einen Mitgliederparteitag machen würde, bräuchten wir mehrere Goga-Hallen. Stimmt, wahrscheinlich die Arena auf Schalke. Genau, richtig. Letzte Frage noch an Sie. Die Wahlen stehen ja bevor, in den östlichen Bundesländern. Und wie rechnen Sie, also jetzt rechnen Sie damit, dass man ähnlich stark wie in den Umfragen abschneiden wird? Oder müssen wir leider Gottes vielleicht auch jetzt, wo viele Leute sich in den Sommerurlaub, ins Sommer noch ein bisschen verabschieden werden, uns darauf gefasst werden, dass gerade in dem Moment, wenn wir nachlassen, die Medienmaschinerie noch mal was aus dem Hut zaubert, was uns dann im September schwächen könnte? Ja, das ist eine gute, wirklich gute Frage. Ich persönlich bin der Meinung, wir halten bis verbessern die Ergebnisse, weil viele Bürger jetzt doch, und ich werde da auch nicht locker, das immer überall zu sagen, irritiert waren, was war denn eigentlich mit den angeblichen Affären oder mit den Bestechungsgeldern oder ähnlichen Dingen? Was war mit den Gesprächen in Potsdam? Also man merkt, auch selbst beim Normalbürger, der sich gar nicht so sonst mit Politik in der Tiefe auseinandersetzt, das ist ja alles komisch. Und jetzt bei der von der Leyen wird erst danach, wenn die Europawahlen gelaufen sind, mal so ein bisschen ermittelt. Oder nehmen wir, da bin ich gestern ja drauf eingegangen, und bei uns der Skandal, das muss man ja schon sagen, der handfeste Skandal, dass die CDU hier in Nordrhein-Westfalen sich sozusagen hat Spenden geben lassen, so wird es kolportiert in der Presse, und dafür sollen dann eben Aufenthaltstitel gewährt worden sein. Und da sind richtige Millionenbeträge sollen da geflossen sein. Es sitzt wohl auch schon ein SPD-Mitglied sogar hinter schwedischen Gardinen, also deutlich weiter als bei uns. Und ich glaube, das kriegen die Leute mittlerweile mit, dass mit zweierlei Maß gemessen wird und auch sehr merkwürdig. Also ich bin optimistisch, gerade weil der Osten da auch kritischer ist. Der hat uns da was voraus, weil er aus der Diktatur kommt. Ich glaube, die Menschen haben da Antennen, die merken, wenn manipuliert, wenn entsprechend die Menschen beeinflusst werden, und zwar auf eine böse Art und Weise. Und insoweit glaube ich, die Resistenz ist größer.
die Argumente sprechen für uns und ich sag mal, alle Bundesländer schließen deutlich über 30% ab. Gut, soweit im Osten, jetzt sind wir hier im Westen, wirklich eine abschließende Frage. Ja. Und wir hoffen, dass es nur ein tragischer Einzelfall bleibt. Ja. Die Umstände dieses Parteitages sind Ihnen wahrscheinlich auch nicht entgangen. Wie ordnen Sie das ein, dass es inzwischen also bestätigt Angriffe gegeben hat, auf jeden Fall auf Polizisten, die verletzt worden sind, aber auch Delegierte hier belagert worden sind, verfolgt worden sind, teilweise vom Hotel bis unmittelbar vors Haus? Ja, das zeigt eigentlich, dass die, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, oder uns immer vorwerfen, oder man kann es ja auch lesen, wir wären so 1933 eigentlich selbst in den Spiegel schauen müssten. Und dann sehen Sie die hässlichen Fratzen von 1933. Denn das hat mich fassungslos gemacht, die Szenerie auch mit, dass Menschen in Läden flüchten mussten. Und ich habe heute Morgen mit Beamten gesprochen, habe auch gebeten, wenn sie Zugang haben, den gute Besserung auszurichten. Zwei sollen sogar operiert worden sein in der letzten Nacht. Man spricht jetzt an die 30. Zwei Polizisten. Und das ist weder zu akzeptieren und zeigt genau, und ich finde, aus meiner Sicht hat Herr Kufen hier eine Mitschuld von der CDU, ein CDU-Bürgermeister, der sich an die Seite hier gestellt hat. Man hat zwar zu friedlichen Demonstrationen aufgerufen, aber das ist der gleiche Treppenwitz wie zum G20-Gipfel, als Herr Scholz gesagt hat, er hat alles im Griff und wir können die Jagdszenen und die Brandszenen aus Hamburg noch. Nein, also die, die das tun, sind 33. Und insoweit hat es mich bestürzt und ich wünsche an dieser Stelle, vielleicht schauen ja einige Beamten, weil davon gehe ich aus, den Deutschlandkurier ein, die verletzt sind, rasche Genesung den beiden Polizisten, die im Krankenhaus liegen, noch schnelleren Genesungsprozess natürlich und dass sie bald wieder unter ihren Familienmitgliedern sind und nach Hause kommen. Trotzdem richtige Entscheidung gewesen, nach Essen zu gehen, trotz des Risikos, trotz der Kontroversität? Ja, da alles andere wäre eine Kapitulation und ich glaube, es ist manchmal gut, in Till-Eulenspiegel-Manier den hässlichen Fratzen ihr eigenes Gesicht im Spiegel zu zeigen. Und das war Essen. Essen ist der Spiegel unserer Gesellschaft, der ach so demokratischen und ist unser Aufbegehren, auch hier wieder einen Stein aus der medialen Mauer zu hauen. Herr Gottschalk, vielen herzlichen Dank. Gerne.